ganze Sachen wie Giftstachel oder irgendwas. Das kann man ja auch wieder später relativ gut verkaufen. So ist ja auch wieder nicht. Da kannst du die Sachen so dermaßen super verkaufen. Das ist ja das Leibende. Kannst du aus jedem Scheißdrecker Geld machen. Aber wirklich Gefühl aus jedem Scheißdreck. Passt. Mir ist nur wichtig, jetzt einmal alle auf 24 zu kriegen. Weil wenn wir hier schon einmal alles wegklatschen können, sind wir natürlich auch bereit dann für die nächsten Bereiche. Das ist nur ein großer Vorteil dann für uns, damit wir sich dann später auch noch leichter tun. Und wenn wir zum Beispiel jetzt aber dann auch noch sagen, ja super leiwand, wir haben das dann hinter uns, kriegen wir dann auch noch ein bisschen extra Geld. Das ist ja auch das Leiwande. Dann kriegen wir später auch wieder, ich glaube 10, 15 oder 20.000 kriegen wir dann. Da, komm her, Schule. Der Wahnsinn, Alter. Hat drauf, Alter, nur dann eh mal, der traurig. Ja, einmal, zweimal. Und tschüss. Oh, Schwertmeister. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Opa. Opa. Wollen wir schon. Opa. Und weg damit. Nicht die. Den habe ich schon fast vergessen, den Wurm. Das geht einmal überhaupt nicht. Ein Wurm habe ich gleich komplett vergessen. Oh. Ich bin aber nicht einmal gestiegen oder irgendwas. Das ist das, was mich so wundert. Ich bin nicht einmal einen Stufenwurf gestiegen. Was ist jetzt los? Nur weil ich den Haberer geändert habe, oder was? Und das, na, oder? Na, glaube ich nicht. Scheiß jetzt ja nicht rein. Scheiß jetzt ja nicht rein, Digga. Du bist genau so ein Kandidat, aber na cool. Ich hab was richtig schön gern reinscheißt. Mhm. Alte Münze, ja, so welche Sachen können wir dann relativ gut verkaufen. Also gut, weißt du, Minimum vom Minimum, aber wir haben was zum Verkaufen. Wir kriegen trotzdem ein bisschen Asche zusammen. Wenn ich jetzt wieder die Runde zusammenrechne, obwohl 12.000 ist irgendwie schon ein bisschen Armutszeugnis. Ja, ich habe jetzt irgendwie dann trotzdem gerade irgendwie mit mehr gerechnet. Irgendwie mit viel mehr. Mit sehr, sehr viel mehr Geld, aber okay. Ich hab nichts gesagt. Ja, der bewegt sich so geschissen. Ja, er bewegt sich richtig geschissen, Alter. Wenn er mit seinem Schwert da unterwegs ist, ist er viel leibender. Ist er viel leibender zum Spielen. Wie lange brauchen wir eigentlich noch für einen Stufenabstieg? Frage für einen Freund. Oh, bist du deppert? Ja, aber wenigstens schon mal bei der Hälfte mit dem einen Charakter. Ja, das ist okay. Ist okay, ist schmerzhaft, aber ist in Ordnung. Kann man lassen, kann man definitiv lassen. Ich glaube, jetzt mittlerweile kommt eh schon dann schon mal wieder eins nach dem anderen, der eine oder andere, oder? Kann das sein? Wenn ich die gehe einfach wieder aus und wieder eine. Mir ist das wurscht. Ich hau mich kurz eine wieder raus. Das Leimende ist sogar bei dem Dungeon, muss nicht einmal so lang gehen. Bis immer wieder der Nächste, der hergehört. Bevor ich zu schnell unterwegs bin, machen wir das lieber. Dann mache ich eine geschmeidige Runde. Vielleicht schauen wir, dass wir vielleicht sogar nochmal die Schmetterlinge vielleicht sogar ausprobieren könnten. Das wäre super. Damit wir auch wirklich abchecken könnten, sind wir jetzt wirklich Ficker oder nicht, das wäre wichtig. Weil vielleicht war das auch einfach nur purer Zufall. Vielleicht war es was ich, vielleicht hat er für kurze Zeit Steroide genommen oder so. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, vielleicht hat er was genommen und vielleicht hat er was geschnupft, der Wappler. Was ist doch, kommt da, ich muss jetzt einmal Zerleger spielen oder so. Ich muss einmal was beweisen oder so. Wow, Alter, was hat der bitte für eine Reichweite, Alter? Wie sonst noch irgendjemand herkommen? Ich frage für einen Freund. Das ist ja nicht normal, Alter. Die haben da eine Reichweite, Alter, vom Feind. Das ist aber nicht einmal bei Call of Duty die Reichweite. Leck mir am Arsch. Opa, und tschüss. Ja, Zerleger, Pepe. Opa, na komm her, Sirser. Ja, war ja wieder klar, dass er wieder den Avar wieder nicht erwischt. Super. Du, da kannst du wangen, Ficker. Schläger ist auf 13, gefällt mir, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schläger ist auf 13. Richtig und richtig. So, zack, zack. Zack, zack. Könnt ihr in meine Fresse auch noch reinlaufen? Genau in meine Faust. Das ist super. Ich hau genau drauf, Alter. Und dann zack, boom. Tschüss. Ist schon drin. Magie ist auf 13. Wichtig und richtig. Ja, gehen wir die große Runde. Gehen wir mal die große Runde. Magie ist schon mal auf 13. Das gefällt mir. Irgendwas hat sich kassen. Ich könnte eigentlich in die Mission auch reinschauen. Du Vollidiot. Könnt ihr eigentlich in die Mission auch reinschauen? So, zeigen wir hier. So, Monster. Wissen. Wissen ist gesucht. Ist es das? Nee. Das war's nicht. So, da unten. Wow, puh, 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 puh. Muss jetzt schauen. Also wie das jetzt heißt. Ja, ich schaue jetzt über alles einfach drüber drauf geschissen. Sicher, sicher. Aha. Achso, vielleicht hat er uns das gegeben, aber ja, nicht so, dass du jetzt sagst, erst dies zu sehen ist, obwohl, wie recht. Ja. Aha. Okay. Boah. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Es war ja ganz am Anfang, hat sie irgendwas geheißen mit: Schau, dass sie in Level 10 oder irgendwas oder vielleicht sogar Level 20, bin mir jetzt nicht sicher, der Heiler oder der Magier quasi auf die Stufe raufkommen soll. Aber egal, machen wir schon irgendwie. Machen wir schon. Zeit genug, aber nicht heute. Zeit genug, aber nur nicht heute. Hoppa, neuer, no, schön wegklatschen, Wappler, bist deppert, Alter. Jetzt haben wir den King in der Haus, Alter. Jetzt klatschen wir alles weg. Alles, was geht, bist du wahnsinnig. Komm her, Purle. Jetzt zerficken wir. In der Hoffnung, dass wenigstens irgendwer auch vielleicht jetzt in der Blöde 24 landen kann. Heute hab ich's mit der Zahl. Na sicher. Arschloch. Sei froh, dass ich's rechtzeitig gedrückt hab. Sei wirklich froh, dass ich rechtzeitig gucke. Aha. Alter Koboldbogen. Muss anscheinend was komplett Neues. Und muss kurz vielleicht sein, was Seltenes. Was du normalerweise dann nur kriegst, wenn du wirklich die vielleicht 20.000 mal wegklatscht. Der braucht teilweise so lang für den ein oder anderen Angriff. Das ist traurig. So mächtig und dann braucht er so eine Ewigkeit. Was hat er Fuhl gehabt? Wollte jetzt Enttäuschungsmanöver machen? Komm her, hier. Kannst mich von hinten nehmen oder was? Keine Ahnung, was der jetzt geplant hat. Opa! Kieber. So. Jetzt wird es mal langsam Zeit, dass mal wieder ein neuer Haverer daherkommt. Wollte man nur kurz gesagt haben. Ja, kommt schon langsam, ja. Wenn wir genau unsere Dreherer fertig gehabt haben, kommen wir mittlerweile. Okay, schön, wieder nächster Rang. Ja, da brauchen wir schon noch ein Stück. Mir ist wichtig, wenn einmal einer 24 ist. Ich habe schon meine Anforderungen runtergeschraubt. Ich habe schon wenigstens ein bisschen runtergeschraubt, meine Anforderungen. Ja, das passt doch nicht. Ich glaube, es wäre ja gescheiter, wenn ich dann eher einen Reset mache. Ja, oh ja, weil da fehlen dann relativ viele Gegner. Da fehlen relativ viele Gegner. Na, mach. Das ist viel, viel besser. Mach einen Reset. Geh raus und dann gehen wir wieder rein. Das ist viel, viel besser. Da haben wir auch dann gleich mehr Gegner gleichzeitig am Start. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber. Also machen wir eigentlich im Prinzip noch eine Runde, maximal noch eine zweite Runde. Natürlich würde ich auch die zweite Runde fertig machen, komplett. Und dann sollten wir natürlich mal wenigstens einen Charakter auf 24 haben. Und dann können wir schon mal wieder sagen, dann können wir relativ gut schlafen gehen. Dann kann ich gut schlafen gehen. Solange mein Charakter auf 24 ist oder so, dann kann ich sehr gut schlafen. Er zeigt aber wieder neu an. Müsste trotzdem wahrscheinlich unviele von den Dingen haben, schon mittlerweile. Safe. Safe, sehr, sehr wahrscheinlich.
Jo, genau, Alter, fick dich, Alter. Bin noch nicht einmal angekommen, Alter, und ich hammer da gerne in die Pappen. Was ist jetzt los, Alter? Jetzt wollen sie es wissen, gell? Ja, jetzt wollen sie es wissen. Jetzt habe ich richtig schönes Pech. Jetzt Jessens meine. Oh, Bruder, von hinten, wie schön. Was heißt da well done, Alter? Bist deppert, ist der Havara nicht durch, oder was? Warum brauchst du das ein bisschen blurig? Ich, oder was ist in der Runde los? Ich werde nur attackiert, bist du deppert. Was ist denn da los, Alter? In der Runde werde ich ja komplett hops genommen. Aber komplett, von vorn bis hinten, Alter. Mein Arschloch ist sogar dreckig geworden, deswegen. Aber mal schon. Ich rechne sogar fast damit mit noch einer Runde. Aber egal, schauen wir mal. Wenn wir eh sind. Egal ob ich gerade aktuell hinschlage oder nicht, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, Digi. Das juckt den Typen überhaupt nicht. Der rennt mir in die Faust rein, Digga. Nee. Da passt was nicht. Da passt was nicht. Du rennst mir rein. Nee. Ich nehme dann trotzdem keinen Schaden. Hast Pech gehabt. Oh, Rang 8. Sehr gut. Aber Fähigkeiten oder irgendwas ist nichts. Ist nichts dazukommen. Schade. Ich hätte mal wenigstens da gehabt, irgendeine so Fähigkeit oder so, wäre schon super. Heiler? Ja, wichtig und richtig. Ich muss aber trotzdem dann später wechseln auf Dieb. Das darf ich nicht vergessen. Das muss ich unbedingt machen. Unbedingt. 14! Sehr gut. Schläger ist auf 14. Bin eh gespannt, wie es dann ausschaut, wenn wir dann ein Power-Up haben. Ich überlege sogar, boah, der Schläger, der hat mir bis jetzt relativ gut gefallen. Gerade seine Vita-Schläger und so der kritische Hase oder seine Benommenheit, das ist halt schon mega. Das ist sehr, sehr gut. Marke ist sogar 14. Ja, kannst du eh nochmal heim, mir ist wurscht. Okay, manche sind auch schon auf 28 gewesen. Da war es sehr, sehr einfach. Ja, bei 24. Bei normal? Hä? Achso, der Schwierigkeitsgrad. Es wird wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad sein. Ja, wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, da sind wir eigentlich eh auch schon. Wir sind eigentlich sogar unter dem Durchschnitt. What the fuck? Wir sind unter dem Durchschnitt. Okay. Fuck. Ja. Ja, okay, ja. Und der unterste Durchschnitt. Wundert mich jetzt eigentlich. Also haben wirklich viele eher mehr mit der Zeit damit verbracht, dass sie wahrscheinlich mehr in dem Dungeon waren. Immer wieder geschaut haben, dass sie sich heilen. Und so weiter und so fort, weil das Gimmick habe ich erst viel später gewusst gehabt, dass sowas möglich ist. So. Ich habe so das Gefühl, das ist jetzt die letzte Runde. Letzte Runde des Tages, lieber Leute. Dann schauen wir mal, dass wir da mal die 24 Minuten verliert sind. Göttechnisch. Ja, hoffen wir es mal, dass wir relativ viel verkaufen können, weil das ist ja traurig. Oho! Na schau, wer hier 24 geworden ist. Sehr gut. Schön, sehr, sehr schön. Und wir haben erst gerade begonnen. Vielleicht geht es sich sogar noch mehr aus. Ja, ich muss jetzt nicht verschreien. Wahrscheinlich eh nicht, aber mal schauen. Wenn wir die Runde fertig machen, mach die Runde definitiv fertig, ist mir wurscht. Ob es jetzt in dem Fall ein bisschen langweiliger ist oder nicht. Aber das ist wichtig. Für unsere Zukunft, für in der Zukunft des Games, ist es schon sehr, sehr relevant. Mich ärgert es halt einfach nur, dass alle anderen quasi mindestens 2, wenn nicht sogar 4 Leveln weiter oben sind, als wie ich selbst. Das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht erwartet.
Ich hätte mir schon gedacht gehabt, dass wir quasi so mittendrin sind. Oder vielleicht sogar höher als wie die anderen. Das ist halt das, was mich halt ein bisschen ärgert. Hätte ich mir nicht erwartet. Also wir sind eigentlich sogar unterster Durchschnitt vom Level Cap her. Kann man vielleicht auch so sagen, dann habe ich vielleicht ein bisschen schwerer gehabt im Leben. Aber egal. Das Training hier jetzt ist schon relevant, ist schon wichtig. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dementsprechend, egal was ist, es hat sowieso einen Vorteil für uns. Es hat nur definitiv einen Vorteil dann für uns für später. Gott, großer. Oh, der Heiler hat kassiert, na bist deppert. Der Heiler ist auf 7, ey. So, der schicker Sieg. Passt. Digga, ich wünsche dir was. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Kuss und gute Nacht. Und viel Spaß bei deiner Serie. Genieß den restlichen Abend noch. Morgen müssen wir wieder alle wieder ganzen Tag wieder knechten bis zum Gehtnimmer. Also dementsprechend genieß. Ich werde mir wahrscheinlich dann noch 2-3 Kapitel reinfetzen von Blue Lock Manga. Dementsprechend. Ich mache mir dann auch dann schon bald einen gemütlichen. Duschen muss ich auch noch gehen. Und so weiter und so fort. Und der nächste Charakter ist auf 24. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie schauen wir nur aus? Gruppentechnisch würde es mich interessieren. Einmal Gruppe. Ja, ist eh schon jeder kurz vor 24. Stört mich dann ehrlich gesagt eher weniger. Oh, ich habe noch die Schmetterlinge. Schmetterlinge will ich schon noch machen. Weil es könnte vielleicht sogar noch sein, dass der nächste 24 ist. Da hat man wenigstens ein Pfeil von mir. Nice, dann nix. Schade. Wurscht. Ist kein Thema. Ist nicht so dramatisch. Wir haben wieder geschaut gehabt, was geht. Das ist mir wichtig. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, es kommt drauf an. Wir könnten ja eigentlich die Schnellreise machen, ohne dass ich eigentlich sogar Zeit verlieren würde. Müsste ich jetzt schauen. Weil normalerweise wäre jetzt eigentlich die Teleportation am Start. Oder würden wir eigentlich gar keine Zeit verlieren? Könnte ich eigentlich die Teleportation starten? Vielleicht kann ich mir sogar die Zeit ersparen, weil so kriege ich wenigstens auch meine Belohnung. Wenn ich jetzt den hier machen würde. So, das, ja, der scheiß mir was, gell? Okay, then. Hey. Kann ich auch nur zum Läufer? Na, nur zum Läufer geht nicht. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt von hier aus quasi zu dem Bereich gehen? Geht nicht, gell? Na, da kann ich scheißen, okay. Ah, das Hamstern. Da muss dann schon zweimal überlegen. Da muss dann definitiv schon zweimal überlegen. Okay. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir jetzt einen ganzen Tag verbrauchen. Oder? Ja, es ist nachts. Aber wir sind in der Hauptstadt. Das ist auch gut. Alright. You see? Dann ist eh gut, dann ist eh gut. Wenn er die Blitzreise macht, das ist wichtig. Das gefällt mir. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. We should hurry. Check this out.
ein neues Kopfgeld und ich bin gerade einmal mit dem einen fertig geworden. Gut zu wissen. Ja, will unbedingt das mit der Bindung machen und alles drum und dran. Take a look. Da muss man sich schon zweimal überlegen. Da muss man sich wirklich schon zweimal überlegen. Aber Mut ist schon mal gestiegen. Geld ist schon mal gestiegen. Alright. Wichtig und richtig. Ja, da kann schon mal was weitergehen. Oh, und Rang auch noch, bist deppert. Wir sind unter die 3500. Sehr gut. What do you think of this? Wir wären wieder in der Kathedrale. Wir könnten vielleicht sogar das ein oder andere miteinander kombinieren. Und wir würden vielleicht sogar fast nur einen Tag verlieren. Ja. Wenn das in der Kathedrale ist, dann wird das ein bisschen schwer. Achso, nein, ich sehe nicht. So. Wir haben eh eigentlich alles angenommen. Das haben wir angenommen, das haben wir angenommen, ja. Also vielleicht gibt es in der anderen Stadt ein anderes... Na, normalerweise nicht. Sollte es eigentlich überall beide Aufträge geben. Wurscht. Lyle, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.